Wetter. Ja, wird fertig. Ja, das ist der Kabelkörner. Ohne Motor. Hast du einen gesagt? Ja. Noch gäbig, oder? Noch ein bisschen. Ja, mit dem Berg, oder nicht? Ja, dann mal. Ich habe auch schauen, wie es gilt ist, oder das Rechte. Einfach etwa auf 250 und dann schön. Ja, ich schaue. 250 und dann geradeaus drauf los und eine Kurve. Ja, das ist ein Turm. Eben schon, ja. Weil du dann den Leistung geschwellt hast, bevor du Kessel gehst. Das sind Kilowatt, ja. Die dort rauskommen. Eben, und dann muss ich ja nicht wundern, dass die Fliegerachen fallen hier ab und zu mal. Wie das dort hinten so geflöht tut. Der Drecker weiss, was er macht. Wie ist dein Bild, Betty? Ja, ist recht gut, ja. Da über die Station hat er wieder geflimmert, ein bisschen Fall. Der Drecker ist ein bisschen zu fest. Ja, da ist ein ja. Der Drecker sollte mir mehr über. Da. Wo bist du ungefähr? Richtung Fußballplatz. Er ist auf dem Weg dort Richtung Ding. Du hörst? 250. Aber da wieder ein Fuhren geflimmert. Ja, das flimmert nicht. Jetzt ist eine Störung, dann wieder musst du 5-8er nehmen. Künstlich Horizont stimmt da nicht so. Das ist da bei uns, gell? Ja, ja. Das ist gut. Aha. Wo ist es heimgekommen, Bäckli? Nein, das Bild ist gut. Aha. Drehst du jetzt um? Ja, okay. Hast du den künstlichen Horizont jetzt quer reingezogen? Ja, ja. Ah, dann wollen wir jetzt den Kreis und den Nährstuhl abstürzen. War das stimmt? Nein, das stimmt. Das stimmt genau, der Horizont. Ja, ja, das ist gut. Da hat manchmal Fehler drin. Nein, das ist gut, Kreis. Aber das Bild ist für die Qualität schlecht. Also hier ist es relativ gut, ich habe einfach die Störungen. Das Bild wäre schon gut, aber die Störungen... Störungen, ja. Müssen wir einfach schauen mit 5-8, vielleicht geht es besser. Ja, ja. Weißt du, wo du bist? Jetzt kommen wir bei Scherli, dachte ich. Kommen wir bei Scherli, ganz Scherli bin ich. Auf, über der Hauptstraße. Extreme Störungen. Jetzt ist natürlich hinter dem Baum. Das ist super gut, jetzt kommen wir hier den Landeanflug rein. So. Ja, du bist hoch in dem Moor, ja. Ist gut. Jetzt gehst du gegen den Wald, he? Ja. Ja. Du bist relativ hoch. Ich bringe wieder den ersten Popping mit. Oder Ding, wie läuft der Dreck? Ist gut. Ja, nicht tiptop. Am Anfang hat mich gedacht, dass ich ein bisschen nebendran, aber es ist effektiv gut. Dann kommt immer bei der Wald rein. Ein perfekter da oben kommt. Was ist das? Ja, du kannst mal ganz hoch oben uns einfach durchfliegen und schauen, was der Drecker macht. Jetzt fliegst du einfach oben uns, genau oben uns durch. Ja. Ich will schauen, ob er die Tour Dauer schräg hat. Er ist etwa auf der gleichen Höhe, der Vogel, gell?
hinten dran. Ja, jetzt richtig behalten, dann kommt es schön oben durch. Also der Trecker bewegt sich gegen auf den Sattel. Ja, schön. Ja, jetzt irgendein ist, macht er den Schwupp und dann dreht er sich um. Ja, jetzt bin ich auf 300 Meter. Siehst du? Ja, das ist so, die Trecker ist gar nicht so scheiße. Nein, der ist gut. Der ist sogar sehr gut. Ja, der ist absolut genial. Du kannst etwa schauen, wo der Flüger muss sein muss, aufgrund des Trecker. Das finde ich noch gut. Der ist hinter dem Baum. Ja, genau. Ich bin auch über Oberscherli, gell? Ja, genau. Ist hinter dem Baum. Ja, bald bin ich über Oberscherli. Da ist das alte Schulhaus. Nimmst du noch? Jo. Ja. Da jetzt gibt es ein neues. Das FJ41 gibt es jetzt. Das hat noch Speed-Sensor aussen. Ja. Du kannst ja noch Geschwindigkeit messen, die effektive. Nicht über Grund. Ja, jetzt komme ich zurück. Du musst gleich teuren. Ja. Es hat alles drin. Jetzt so, ist es gerade schon drin. Ja, ich sehe es einfach nicht, weil es ein kleines Bild ist, aber ich finde es noch genial. Das ist der Tour, ich merke die Rechte, wenn ich mal los. Komme ich über Scherli zurück, über eine Waldecke. Ja, genau. Oh, im Gleitbogen. Das ist auch schon geil, das an den Dämpfer bauen. Willst du mir ein bisschen helfen, Mike? Ja. Ich komme von über dem Wald, von Scherli her, über den Wald jetzt. Nicht mit dem Bauernhof hinter das Leiden, über die Strasse hinein ab. Ein paar hundert Meter Höhe. Ah, ich sehe nicht. Ich sehe nicht den Ding hier. Ja, 180. Kommst du direkt rein? Ja, jetzt kommst du rein, ich habe dich gesichtet.
Für die anderen ein bisschen aufpassen. Ja, die ist schon halb in Hang, also brechst du gleich alle auf das Mal. Du bist schnell wie ein Moor. Aber noch hoch. Dann kannst du effektiv ein Ding nachschauen, wo er ist. Und dein Tracking-System ist das Geld vielleicht gleich noch wert gewesen, so bis zum Schluss. Ah, ist gut. Hast du die Flappe da? Sorry, das ist gerade rein, ist gut. Das ist auch das Gute. Aber weiter oben hier. Ja, Highspeed Landing. Apple, du bist ja... Ja, naja, es du bist ja schnell. Mach noch ein Ründchen hier. Oh, schau mal, jetzt hat er gejuffelt. Ja, gejuffelt. Ist geil. Das Bild hat jetzt nicht fest abgerissen, oder Peppu? Ah, ja, geht im Nahbereich, das ist kein Problem. Da kannst du noch von hinten. Von hinten rein. Irgendwann ein falsches Alter ankommen. Ja. Nicht um Selbstzerstörungsschalter, oder? Nein, ich habe das Problem. Jetzt gehst du gegen... Nimm ihn von Hand. Ganz unten. Das ist alles. Ich weiß. Und da ist in der Mitte. Ja, gut. Jetzt bin ich gut. Aber jetzt bist du auch bei uns. Nein, warte, probiere noch. Ich muss jetzt wissen, wo kann ich. Jetzt bin ich angeschaut. Jetzt gehst du über den Wald. Jetzt gehst du über den Wald. Jetzt gehst du am Baum hin. Ja, jetzt gehst du zum Baum. Jetzt kehrst du, jetzt siehst du nichts. Bohoin! Also, da kann ich ansuchen. Nein, jetzt fliegst du gegen uns. Du musst auf den Friedhof vorgekommen. Ah gut, also. Jetzt bist du direkt über uns quasi. Ja, das ist extrem. Du hast schnell mit den Schaltern, den Motors, den Kreiselmotors drin gehalten. Und dann geht alles nicht mehr und dann kommst du ins Friedhof. Achtung daheim, gell? Das piekst dort. Aber jetzt bist du langsam. Kreisch. Du siehst richtig, wie er hängt. Ja, noch Platz nach Autos. Aha. Also, jetzt. Bist noch zu hören. Weiter und dann ein bisschen runter. Kann ich jetzt richtig? Wald. Gut, jetzt kannst du 180 machen, Tony. Gut. Jetzt kannst du noch hören. Alter, das Bild ist geil wie die Sau jetzt. Ja, Ding ist schwer. Weil man mal nicht in eine Hochspannungsleitung fliegt oder in einen Sendeturm. Ein jetzt siehst du es. Jetzt Klappe setzen. Also, du hast mir noch mal die Dinge rein, da bist du happy. Jetzt kannst du noch etwas rechts, nach links vorne. Jetzt ist der Blau ganz vorne. Jetzt ist er drin. Platz bringen. Das ist mit dem Stabi drin. Ja. Fliegt schön. Hier ist er schön ruhig. Fliegt schön ruhig, ja. Du bist noch verdammt schnell. Jetzt kommt es kommt gut. Er fliegt irgendwie quer, so wie es aussieht. Fliegst du für Glissade dazu? Ja, ja. Wie auch nicht. Das kommt gut. Das kommt gut, ja. Hey, der landet automatisch. Hey, das ist die beste Landung heute. Das ist die beste Landung heute.